Mein Name ist Sonja Borner und ich bin eine klinische Sexologin. Lust ist natürlich etwas Vielseitiges. Das kann sich über ganz verschiedene Lebensbereiche erstrecken. Das kann ein lustvolles Essen sein, das kann auch in der Natur etwas sehr lustvolles sein. In meinem Beruf ist es jetzt natürlich mehr zielgerichteter auf die Sexualität bezogen. Und dort ist vielleicht eher das Thema Unlust mit dem, wo ich jetzt konfrontiert werde im Alltag, oder weniger Lust. Zum Beispiel auch, wenn es langjährige Beziehungen sind oder Frauen wie Männer, die von diesem Thema betroffen sind. Und bei vielen ist aber der Wunsch da, wieder mehr Lust zu spüren, mehr Lust zu erleben. Die Idee ist, dass Körper und Geist eine Einheit ist. Und dass wir sowohl mit unserem Geist unseren Körper beeinflussen, aber auch sehr stark über unseren Körper unseren Geist beeinflussen. Und ich sage jetzt mal ein bisschen pauschalisiert, dass wir im Alltag oft sehr zielgerichtet sind, beruflich sehr engagiert oder in der Familie einfach im Alltag sehr eingebunden, engagiert sind. Und das kommt auch etwas gewisses, sage ich mal, etwas Starres über. Und wenn man dann wieder anfängt, mehr an den Körper einsetzen, das kann ganz bewusst sein, mit kleinen Bewegungen, es kann mit Atem kann das sein, es kann aber auch über Tanzen, über Sport, über wie auch immer, dass man dann eigentlich mit dem einen Schlüssel einen besseren Zugang wieder zu der eigenen Lust hat. Und jetzt würde ich gerne noch eine konkrete Übung mitgeben, wo man auch, oder wo ihr jetzt gerade könnt ausprobieren und wo man nachher wirklich auch sehr gut im Alltag kann üben. Am besten mal mit beiden Beinen parallel sitzen, den Oberkörper ein bisschen aufrichten und dann zuerst mal geht es darum, auch so ein bisschen wahrnehmen, also so den Beckenraum wahrnehmen, vielleicht auch die Atmung, wo geht die Atmung durch, bis wohin geht sie, kann ich meinen ganzen Atemraum wahrnehmen. Und vielleicht kann ich die Atmung auch noch ein bisschen vertiefen, ein bisschen mehr von diesem Atemraum nutzen. Und dann kann man sich das vorstellen, man sieht jetzt das bei dem Kleid, das ich anhabe, sieht man das eher schlecht. Aber man kann sich vorstellen, dass das vom Becken eine leichte Schaukelbewegung nach vorne und nach hinten gibt. Also, wenn es nach hinten kippt, das Becken, dann geht man leicht ins hohle Kreuz. Und wenn es nach vorne kippt, wenn man liegen würde, würde der Rücken flach am Boden kommen. Jetzt kann man mal probieren, oder ihr könnt gerade mitprobieren, die Bewegung, die Schaukelbewegung mal zu machen auf dem Stuhl. So hin und her, dass man das so im Becken rein spürt, die Schaukelbewegung. Um das noch etwas zu verstärken, kann man auch den Atem noch dazu nehmen, dass man nämlich, wenn das Becken nach hinten kippt, also wenn man ins hohle Kreuz geht, dass man einschnaufen tut und beim Ausschnaufen, wenn das Becken wieder nach vorne kommt, ausschnaufen. Einschnaufen nach hinten und ausschnaufen nach vorne. Jetzt auf dem Stuhl so macht man sie sehr fein und kleine Bewegungen, das kann man sehr gut im Alltag machen. Wenn wir es üben im Kurs, tun wir das durchaus auch noch etwas verstärken, tun dann noch mit der Beckenbodenmuskulatur arbeiten, das kann man unterstützen und bringt so eigentlich über die Bewegung vom Körper, bringt man mehr Raum, mehr Atmung, mehr Bewegung rein und wirkt so auch auf die Lust. Und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen, um das mal auszuprobieren und vielleicht auch der Lust im Alltag wieder ein bisschen mehr Platz zu geben.